ist übrigens Königstein. Geradeaus rüber jetzt. Die Festung. Die könnt ihr, glaube ich, nur erahnen. Aber die ist da. Der Wind ist wirklich krass hier oben. Witzig, dass die Leute mal lachen, wenn man so rumläuft. Verstehe ich gar nicht. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Bist du Bescheid, Chat, geradeaus. Hier müssen wir auch nochmal nachts fotografieren gehen. Sternenhimmel. Achso, hier ist das die Felsburg. Muss so ausgesehen haben. Zum Glück habe ich mir eben gerade mein ganzes Kleingeld aus Tschechien noch mitgenommen. Toll, hätte ich jetzt irgendjemanden mit zum Fotografieren. Habe ich aber nicht. Könnt kotzen, ey. Deswegen ist IRL-Stream mit zwei Mann viel geiler. Hier sind gar keine Gipfelbücher mehr drauf. Hier waren früher super viele Gipfelbücher von den Bergsteigern. Alles hier Betrieb. Brauchst halt gar nicht hochgehen. Die Leute stehen schon Schlange. Das wird, glaube ich, nix. Ich hätte mir echt was anderes anziehen sollen. Das ist sehr unangenehm hier. Ich muss noch mal den anderen Platz suchen, Leute. Hier oben ist zu voll, da sind zu viele Leute. Da will ich jetzt nicht unbedingt rein mit der Kamera. Too much. Also auf 2 Meter halt. Ich habe zwischendurch extra noch die Luft angehalten. Ne, wir sind schon zu weit drinnen. Man muss schon bei der vorher rechts rein. Aber hier kann man auch noch rumgehen zur Pavillon-Aussicht. Also in der Theorie, wenn wir jetzt hier quer durchgehen, müssen wir da hinkommen. Die Frage ist nur, was das Netz sagt. Müssen wir mal beobachten, wenn nicht, gehen wir einfach rum. Ja, jetzt müsst ihr hier vorne gleich einen Weg rechts rumkommen. Und dann kommen wir da zu einem Aussichtspunkt. Da wollte ich noch hin heute. Und dann gehen wir erstmal zurück. Und dann machen wir kurz mal eine Pause und dann schnacken wir mal kurz. Weil meine Fresse, im Pullover leck mich am Arsch, ist das warm. Hier sollte man auf jeden Fall mal hingehen. Wenn man hier in der Nähe ist, sollte man hier auf jeden Fall hergehen. Ich würde noch, wenn ich nicht gerade, naja, wie soll ich sagen, wenn ich nicht so fit wäre, würden wir unten rumgehen. Also dann wären wir runter an die Elbe gegangen und wieder hoch, aber man sollte es noch nicht übertreiben. Ja, wir sind gerade in der Bastei, genau, oder auf der Bastei. Da hinten waren wir jetzt vorhin gerade, also da drüben sind wir einmal hier rumgegangen. Her. Ich muss mir irgendwann mal so einen Campingstuhl holen. So
Jetzt gehen wir mal zurück, weil Telefonski hat nur noch 8% Akku. Mal sehen, vielleicht finden wir noch irgendwas, Chat. Ist noch relativ früh. Vielleicht fahren wir noch irgendwo hin, gucken uns noch was anderes an. So. Wie hat es euch da oben gefallen? Ich weiß gar nicht, ich muss nachher mal gucken, wie die Qualität war. Weil ich kann ja währenddessen ich oben bin nicht sehen, was für eine Bitrate ich habe oder hatte. Also ich finde es da oben echt schön, muss ich sagen. Ich glaube, wir werden da nochmal hin, wenn es Nacht ist. Also wir werden da mal nachtwandern gehen und Fotos machen da oben. Aber um Zwinger können wir wirklich nochmal schnell huschen. Habt ihr da noch Bock drauf, Chip? Wollen wir uns nochmal schnell den Zwinger abgeben? Dann müssen wir aber noch ein bisschen Auto fahren. Bis wir in Dresden sind, dauert ein Moment. Also bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann können wir da kurz mal raushüpfen und uns das angucken, weil ich muss noch weiterfahren heute. Also ich fahre heute noch unabhängig vom Stream 3 Stunden Auto. Wenn das mal reicht, je nach Stau. Bis ich zu Hause bin. Alrighty, let's go. Große Runde. Welcome to Dresden, everyone. Gucken, wir werden. Oh, jetzt habe ich mein. Ja, schade. Ich habe das Gerät zur Dampferzeugung nicht dabei. Na gut. Das ist ja alles fertig hier. Oh, krass. Das habe ich noch nicht gesehen. Hier war damals alles Baustelle. Oh, krass. Huh. Hier. 19% Akku. Auf dem Chat-Handy. Das heißt, wir haben auch in 19% keine Alerts mehr. Wow, das ist krass. Das war damals noch nicht so. So, hallo, Frauenkirche. Da oben war ich nie drauf, ne? Man kommt da nach ganz oben, da war ich nie drauf. Das ist Brühlsche Terrasse. Warte, die Elbe hat auch ziemlich wenig Wasser drin gerade. Oh, da hat einer einen Drachen. Hier, das ist wegen der Rallye, was vorhin jemand gesagt hatte, dass die alten Autos hier durchfahren dürfen. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich bin übrigens mal von hier vorne, von Stellplatz 2, bis nach da, wo wir eben gerade waren, also vorher, oben in Sächsische Schweiz, bin ich mal mit so einer Fähre, mit so einem Boot gefahren. Das hat von 13 Uhr bis 18 Uhr gedauert. Kann ich eben nur empfehlen, ist gut. Oh, zum Glück sind wir außen rum gegangen. Da vorne ist zu. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Dann gehen wir hinten rum. Hier bin ich immer rübergekommen mit dem Fahrrad und dann bin ich hier durchgefahren, da vorne, zur Uni. Das war halbe Strecke ungefähr. Ich begrüße Sie zum vollumfänglichen Reiseguide mit HCDisse. Sie befinden sich gerade hier an der Semperoper. Ein durchaus kulturelles Ereignis für Sie da draußen. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch gerne mal ein Ballkleid anziehen, hier reingehen und unsere Veranstaltung genießen. Diese finden Sie bestimmt im Internet, wenn Sie bei Google nach der Semperoper-Veranstaltung googeln. Jetzt gerade ad hoc kann ich Ihnen nicht sagen, was da stattfindet, außer, dass Sie so ungefähr täglich Tausende von Menschen dort an der Statue sehen, wie sie irgendwelche komischen Dinge machen, tanzen und Selfies. Ein Selfie nach dem anderen. Man nennt es auch die Selfie-Oper. So, hier.
So erkennt man das viel besser. Da oben sind sehr, wirklich sehr schöne Figuren drauf, die nachts auch angeleuchtet werden. Ist besser als Gegenlicht. Oh, die Uhr ist auch neu. Die war damals auch noch nicht da. Hier war ich sogar schon mal drinne. Aber da kommen wir garantiert nicht mehr im Stream rein. Die töten dich. Das grüne Gewölbe ist auch sehr schön. Aber da darf ich nicht mit Kamera rein. Down on the corner, ab in Zwinger. Freunde der Sonne, macht euch bereit. Legt die Ketten an. Zwinger Premiere. The Wedding of the Century. Ich glaube, da konnte man reingehen. Und da gab es ein Abbild vom Zwinger zu der Zeit. Wenn ich mich nicht irre. Aber hier ist auch eine ewige Baustelle. Eine ewige Baustelle. Ey, guck mal hier. London Eye. Heute findet noch irgendwas statt. So viele Leute wie in Anzug und Kleid unterwegs sind hier. Ich muss daher aber auch echt langsam los. Sonst bin ich wirklich sehr, sehr spät zu Hause. Also, ultra spät. Ich glaube, das mit der anderen Seite müssen wir andermal machen. Aber wenn ich gucke, es ist 17:36, ich fahre jetzt noch eine Stunde. Dann bin ich da 2 Stunden, dann muss ich noch 2 Stunden nach Hause fahren. Uff. Naja. Ja, die Stadt lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man so Kultur mag, lohnt sich das hier auf jeden Fall. Hier gibt es ultra viele Museen, Ausstellungen. Das kann man definitiv mal machen. So. Genießt mal den Ausblick. Wir werden bestimmt nochmal wiederkommen irgendwann. Aber aufgrund der Zeit werden wir jetzt langsam und gemütlich wieder zurückschlendern. Wow, ist das der Amazonas? Ja, das ist der Nil, Alter. Das ist der Nil, Mann. Und wenn du ganz genau hinguckst, links am Wasser, überall Nilpferde. Siehst du sie, wie sie da langlaufen, wie die schwarzen Punkte? Komischerweise sind die Nilpferde hier auch angezogen. Das ist richtig crazy.